Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Türchen, und zwar Türchen Nummer 18. Ja. Und heute habe ich vor, ein paar Leute mal anzurufen, und ja, fangen wir erstmal an mit dem ersten Anrufer. Der weiß eigentlich schon Bescheid, aber da war die Überraschung nicht so toll, aber egal, wir werden ihn trotzdem jetzt mal überraschen. Richtig, okay. Ich weiß nicht, ob man das hier so hören kann, aber ja, mal gucken. Los geht's. Lautsprecher. Hallo, guten Tag, Valvo-Mitarbeiter, Schmidt mein Name. Okay. Sie haben in letzter Zeit Skins gehandhabt, und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Ihr Account heute gesperrt worden ist. Warum? Sie haben Handel betrieben, und wir haben jetzt Verdacht, dass sie damit ausnutzen und deswegen ihr Konto-Account gesperrt worden ist. Woher haben Sie denn diese Nummer? Diese Nummer haben Sie in Account von Steam hinterlassen, und jetzt möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihr Account gesperrt worden ist. Du weißt schon, wer dran ist, ne? Es steht doch da. Es steht doch da, sagt er. Nee, warum ich anrufe, ich wollte mich einfach nochmal bedanken für deine Unterstützung immer, und ja, deswegen rufe ich an. Okay. Aber die Idee war gut, oder? Ja. Willst du noch irgendwas sagen? Windel, Windel, sagt er. Ja. Hast aber gerade recht passend angerufen. Ich hab grad Steam gestartet. Ehrlich? Oh Mann. Okay, dann sieht man sich dann im TS, oder hört er sich im TS, ne? Ich rufe jetzt Luke mal an. Ja. Mal gucken, was der sagt. Okay. Mach's gut, gell? Ciao. Tschüss. Auf Arsch. Dann rufe ich mal eine gute Freundin an. Genau, mal gucken, wie die so reagiert. Kann ich ja sagen, dass ich gerade Aufnahmen mache. So. Hallo? Hallöchen! Na? Bin gerade ein bisschen außer Puste, weil ich erst mal die Wohnung geputzt habe und Hund heute gebadet habe. Kann ich dich besser nochmal zurückrufen? Ich bin gerade eben fertig geworden. Oder ist es was, Baby? Okay, weil ich bin gerade in der Aufnahme. Bin gerade in der Aufnahme. Irgendwas noch, was du vielleicht den anderen mitteilen willst? Okay, weil ich bin ja, ich habe ja morgen Geburtstag, weil ich bin heute schon ein bisschen am Vorbereiten, weil ich, morgen halt dazu keine Zeit hab. Das habe ich mir schon fast. Ja, was? Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es eine Vorbereitung ist. Aber ich habe wollte ich. Ja, nee, du hast ja. Ich habe ja, was ich vorgeschlagen hatte. Bist du schon dabei? Nein, was? Aber ich wollte mich einfach. Wie gesagt, kein Stress, weil jetzt die nächsten zwei Tage komme ich nicht dazu. Ich bin gerade mit Putzen fertig. Ich muss nachher noch beim Rewe einige Sachen auf einkaufen. Und hier das für morgen schon mal fertig machen, und ab morgen habe ich den ganzen Tag wahrscheinlich dann keine Zeit, irgendwie da was groß zu machen. Ja, ich auch nicht. Ich bin gerade, du bist gerade in der Aufnahme von meinem Adventskalender, nur mal so. Ja, die von gestern, heute habe ich jetzt leider noch nicht gesehen.
Nee, du bist gerade in der Aufnahme. Ach so. Ja, genau. Oh, Bailey, nein, warte mal kurz hin. Hey, ich hab gerade geputzt und du bist sauber. Nein, raus da, komm, Bailey, komm. Warte mal, ich muss mal Hörer hinlegen, sofort. Bailey, komm. Ab. Was? Du bist gerade bei mir in der Aufnahme mit drin. Ach so. Ja. Hey, jetzt oder was von heute? Ja, jetzt gerade bist du drin. Ach so, ich dachte, du machst noch. Nee, jetzt gerade bist du drin, genau. Heute habe ich halt vor, mal alle anzurufen, um mich einfach mal zu bedanken für die Unterstützung und so. Oh, dann gucke ich gleich mal in 5 Minuten, ja? Dauert noch, bis die da oben ist. Dauert noch, ach so. Okay. Ja. Okay, ja, was machst du da? Wie? Du bist gerade in der Aufnahme. Okay. Ja? Guck's dir einfach an und dann weißt du es schon. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja. Ja, sorry, dass ich vorhin so lange auf dem Schlauch stand. Wie gesagt, ich habe gerade die komplette Wohnung durchgeputzt und ist ja auch das erste Mal neu von Hund, deswegen bin ich gerade, ich schwitze. Und ich musste den sogar festmachen beim Putzen, weil, oh Mann, und jetzt sind wir fertig. Ich habe den heute das erste Mal gebadet, war auch ein bisschen viel für ihn und jetzt ist er komplett trocken. Jetzt darf ich jetzt wieder Gassi mit ihm. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen außer. Deswegen war ich wohl ein bisschen verpeilt vorhin. Ja, kein Problem, kein Problem. Dann will ich dich schon länger auf. Sagen, weil genau. Jo. Ja, dann. Na gut, du, dann mache ich mich mal, weil der war jetzt schon fast 5 Stunden nicht mehr draußen, weil er, wenn du den Hund badest, darfst du halt echt nur draußen gehen, wenn jeder Zipfel trocken ist, weil der erkältet sich schon. Der ist ja noch so klein und jetzt habe ich gesehen und gefühlt, der ist mittlerweile komplett trocken und ich muss mal raus, deswegen. Jo. Okay, dann, gut. Dann wir hören uns demnächst wieder, denke ich doch. Ja, na klar, ne? Dann mach's gut ja, und. Und wir hören uns, wie gesagt. Jo, alles klar, du auch. Schönen Abend. Gleichfalls, ciao. Danke, ciao. Die wusste echt nicht, dass sie jetzt hier im Video mit drin ist. Ja, naja, so passiert's halt. Und ja, dann rufen wir jetzt nochmal den ein an, wo nicht dran gegangen ist. Gut, ich wollte noch den anderen noch anrufen, aber irgendwie ist er nicht dran gegangen. Also Luke, weiß Bescheid, ich wollte dich anrufen, du warst nicht dran, bist nicht dran gegangen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich auf jeden Fall auf eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Türchen wieder, genau, morgen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten tätet. Und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.